Also das ist in der Tat, zeigen uns internationale Studien, wirklich ein kulturelles Phänomen. Schon in der Türkei sind 50% der Ingenieure, Ingenieurinnen. Und das hat uns natürlich dann verleitet zu sagen, naja, wenn es ein kulturelles Phänomen ist, was macht die Kulturindustrie eigentlich an der Stelle? Und welchen Stellenwert und welches Gewicht haben denn Unterhaltungsformate im Blick auf die Reproduktion, aber eben auch auf den Wandel von geschlechtstypischen Berufspräferenzen. Dazu haben wir diverse Teilstudien durchführen können, haben natürlich, weil wir schon ohne eine differenzierte Analyse vorlegen zu können, festgestellt haben, dass in Deutschland Naturwissenschaft und Technologie im Fiktionalen nicht vorkommt, Interviews vorgesehen, um die Gestaltungsspielräume für Veränderungen und auch innovative Stoffentwicklungsansätze auf Seiten der Redakteure und Redakteurinnen im Blick zu nehmen. Wir haben von Anbeginn versucht zu verstehen, wieso funktioniert es eigentlich bei Dr. House so gut, wieso funktioniert es bei Big Bang Theory. Also wir wollten von den Entwicklungsfortschritten anderer Länder, also speziell im konkreten Hollywood, lernen. Und auf dieser Basis dann auch einige der konkreten Ansätze, die dazu führen, dass Entertainment einen hohen Bildungsgehalt hat, für Deutschland fruchtbar machen. Ich kann Ihnen nur ganz wenige Ergebnisse hier vorführen. Einmal ganz grundsätzlich Stellenwert von Medien im Berufsfindungsprozess. Wir haben eine sehr... Geht so besser? Wir haben eine breit angelegte Befragung von Jugendlichen durchgeführt, in verschiedenen Bildungszweigen, Schwerpunkt allerdings Gymnasiasten, und haben wirklich einfach mal ganz explizit gefragt, habt ihr, jetzt konkret die Frage, habt ihr eigentlich kurz vor dem Schulabschluss, habt ihr einen Traumberuf? Und wenn ja, wie seid ihr darauf gekommen? Wir haben hier nach Geschlecht differenziert, Mädchen, Jungen. Und was wir hier jetzt ganz, ganz deutlich sehen können, die persönlichen Role Models, also Personenfiguren, stehen im Hinblick sozusagen auf den beruflichen Orientierungswert bei Jungen und Mädchen ganz weit vorn. Damit sozusagen verbunden durchaus auch die Bekannten, und die Eltern sind wichtig und sehr deutlich, die Mütter sind es für die Mädchen, die Väter sind es für die Jungs. Also da haben wir sozusagen einen Role Model Effekt sehr deutlich erkennbar. Was für uns hier aber am interessantesten war, wo haben wir hier das Lichtchen, aber Sie können es vielleicht auch so erkennen, die Filme und Serien werden als Quelle für die Entdeckung von Traumberufen von den Jugendlichen ganz dezidiert genannt. Und mehr sehen hierin sozusagen ihre Orientierungsbasis als bei den Instanzen, die dafür zuständig sind, nämlich die Berufsberatung, die Informationssendung, der berufskundliche Unterricht, Sachbücher, all das schlägt deutlich ab gegenüber den fiktionalen Angeboten. Dann nochmal danach befragt, ganz konkret, wie würdet ihr dann den beruflichen Orientierungsgehalt von fiktionalen Programmen wirklich beurteilen? Ganz weit vorne stehen hier die Fernsehserien. Die Mädchen sozusagen sehen das nochmal ein bisschen deutlicher so als die Jungen. Das Ganze, die stehen auch vor dem Einteiler, also vor dem Film, Kinofilm. Die Castingshows oder auch die Soaps und Telefonnovelas als Spezialform, die immer als so einflussreich in dieser Hinsicht gesehen wurden, spielen aus Sicht der Jugendlichen hier wirklich eine nachgeordnete Rolle, was auch wahr ist, weil der Orientierungsgehalt, der darin steckt, auch in der Tat geringer ist. Also das hat uns durchaus verblüfft, dass sozusagen die jungen Leute es ganz bewusst als eine Informationsquelle über die Berufswelt der Erwachsenen wahrnehmen. Und zwar als eine außerordentlich interessante. Das hat uns natürlich bewogen, mal den Blick auf das Angebot selbst zu richten. Welche Rollenvorbilder vermitteln wir denn tatsächlich im Bereich der fiktionalen Programme? Und ich möchte Ihnen hier ein paar kurze Ergebnisse unserer Programmanalysen vorstellen. Wir haben also die 5 großen deutschen Sender angesehen, ARD das erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, ungefähr insgesamt 80% sozusagen Reichweite, senderspezifische Unterschiede in der Relevanz auf der einen Seite des fiktionalen Programms, des Anteils an Eigenproduktionen, also viele Kriterien angeguckt. Wir können hier nur die ansehen, die wirklich sozusagen die Themen und Berufs- und Geschlechterrollen und die professionellen und nationalen Programmbezüge angehen.
Wir haben sowohl in 2009 als auch in 2011 jeweils 14 Tage Fernsehprogramm jeweils von 1 bis 1 angesehen, auch um zu sehen, wie viel Wandel ist eigentlich sozusagen in diesen 2 Jahren überhaupt zu verzeichnen. Ganz entscheidend erstmal, welchen Stellenwert haben denn tatsächlich die Berufe überhaupt in der Fiktion? Was hier sehr bemerkenswert ist, schon auf der Ebene die ganze überwiegende Mehrheit der sozusagen Hauptfiguren männlichen Charakters übt einen Beruf aus. Das ist die Haupthandlung. Bei Frauen ist das deutlich anders. Da ist der Anteil höher, wo die Haupthandlung nicht eine professionelle Tätigkeit ist oder das überhaupt gar keine Rolle spielt oder überhaupt nicht zuzuordnen ist. Nicht zuzuordnen sind hier vor allen Dingen die Feen und die Mystery und die Werwölfe etc. pp. Da haben wir natürlich auch einen erheblichen Anteil. Aber was also sehr deutlich ist, wir führen tatsächlich in der Fiktion professionelle Kontexte und den Wert und Nutzen von Berufsrollen in einer geschlechtstypischen Art vor. Gucken wir uns jetzt an, welche Berufe wir darstellen. Fällt erstmal sozusagen ins Gewicht, kaum ein Wandel. Also es war nicht sinnvoll abbildbar, den Unterschied zwischen 2009 und 2011 hier abzubilden. Sehr stabil das Ganze. Wir haben ein sehr verengtes Spektrum und eine sehr starke Dominanz der sogenannten Ordnungs- und Sicherheitsberufe. Das sind unsere Unmengen von Kommissare, Polizisten und Polizistinnen. Wir haben dann, das sind die Soaps vor allen Dingen, die Dienstleistungsberufe auf breiter Basis, Handel, die kleine Pension, aber auch die Schauspielschule etc. pp. Was wir dann noch haben, ist der Bereich Medizin, gefolgt von Kunst. Und was wir so gut wie gar nicht haben, ist eben in der Tat Naturwissenschaft und Technologie. Das, was in unserer realen Wirklichkeit in Deutschland in allen möglichen gesellschaftlichen Kontexten, auch in der Medizin, einen hohen Stellenwert einnimmt. Also ist quasi symbolisch nicht existent. Ich will Sie nicht mit zu vielen Grafiken totschlagen, deshalb hier nur vorweggenommen, wir machen das gleich ein bisschen konkreter. Diese Distanz sozusagen gegenüber Naturwissenschaft und Technologie ist in erster Linie ein Phänomen deutscher Eigenproduktion. Das ist kein Dramaturgiegesetz, sondern das, was wir hier sozusagen überhaupt an MINT, nenne ich es jetzt, in fiktionalen Formaten vorfinden, finden wir ausschließlich in den amerikanischen Serien, also in den amerikanischen Produktionen. Aha, das heißt also wieder, auch dieses ist ein kulturelles Phänomen. Dass wir keine motivierenden Role Models für die jungen Frauen haben, ist damit sozusagen, vor allen Dingen eben in den Eigenproduktionen, ist damit unstrittig. Und wir können auch sehen, dass die jungen Leute nicht nur mit einem sehr verengten Spektrum an Berufen konfrontiert sind, sondern auch mit einer geschlechtstypisch strukturierten Berufswirklichkeit, die Frauen zwar berufstätig sein lässt, aber sehr viel weniger über den Beruf definiert. Also ne, die Frauen sind primär doch sozusagen in ihrer familiären Rolle und selbst wenn sie über den Beruf definiert werden, werden gleichzeitig ihre familiären und geschlechtstypischen Erwartungen immer mit aufgerufen. Das Liebesglück ist nach wie vor ein zentrales oder das zentrale Element. So, jetzt gucken wir uns mal einfach den ganz konkreten Vergleich an. Das werden Sie sicherlich selbst sozusagen sich auch aus Ihrer eigenen Rezeptionspraxis vorstellen können. Was sind die Serien und reinen Protagonisten? Was ist sozusagen dominant? Wir haben hier die bekannten Tatorts. Da haben die Damen in der Tat sozusagen inzwischen ihren relevanten Anteil, ein Drittel haben sie insgesamt. Sie sind aber durchaus hier auch sozusagen im Team zu erkennen, auch eine Einzelplayerin. Es ist aber nach wie vor nur ein Drittel, aber es ist damit weitaus höher, als das im realen Leben der Fall ist. Dass sozusagen die Kommissarin Darwin hat Effekte gehabt, da kommen wir später nochmal drauf. Bei den Sokos sozusagen haben wir größere Teams, aber das ist sozusagen für die ARD und ZDF sozusagen ein dominanter Bereich. Was wir neben diesen Formaten haben, sind die Provinzkrimis. Also das ist insgesamt sehr, sehr deutlich erkennbar, dass wir eine starke Präferenz für das Geschehen in der Provinz und in den schönen Naturlandschaften in Deutschland haben. Wir haben die Rosenheim-Cops, wir haben die Garmisch-Cops. Ne? Regionale Vielfalt im Sinne des Föderalismus gegeben.
was uns quasi permanent erzählt haben, wir also Kommissare, Anwälte, Richter im Kampf gegen das Verbrechen, entweder in Form von Morden oder auch andere Formen von Verbrechen bestehen und welche Schwierigkeiten sie dabei haben. Etwas sehr typisch Deutsches ist, dass im Ermittlerteam dann die Nonnen und Pastoren auf breiter Front präsent sind. Etwas, was in der Tat unsere amerikanischen und britischen Kollegen mit sehr viel Verwunderung ausstattet, was das eigentlich, wie das eigentlich dazu kommt, dass es bei uns die Nonnen und die Pastoren sind, wechselweise auch mal die Tiere, die hier im Team sind, auch in den neuesten Schafskopfs, da ist es dann das klassische Protagonistenteam, der Pastor, die Rechtsanwältin, die Richter und der Polizist und das sozusagen im Einsatz in der Provinz. Jetzt gucken wir uns mal dagegen an, wie sind denn die Krimi-Formate auf den amerikanischen Sendern. Da, wo wir die Nonnen und die Pastoren im Einsatz haben, setzen die Amerikaner die Forensiker in den Einsatz, also die Naturwissenschaftler und Ingenieure. CSI war an der Stelle sozusagen im Prinzip der Startschuss, ne, für Krimis, die die forensischen, also das heißt die naturwissenschaftlich-technischen Ermittlungsmethoden stark ins Zentrum gerückt haben und damit natürlich auch die Protagonisten, also Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieure und innen mit ins Ermittlungsteam geholt haben und als Leitfiguren aufgebaut haben. Das ist sozusagen auf breiter Front zu erkennen und in vielen zahlreichen Formaten zu finden. Also es gibt im Prinzip eigentlich kein Krimi mehr, wo die Forensik nicht auch durch die entsprechenden Protagonisten implementiert ist. Wir haben hier, Sie kennen sie wahrscheinlich, die ganzen Formate. Die Damen sind also auch immer mit an Bord, auch als Naturwissenschaftlerinnen und als Ingenieurinnen. Numbers ist nochmal ein spezielles Phänomen. Da ist es sozusagen der Mathematikprofessor, der mit seinem Bruder fallweise sein mathematisches Wissen nutzt, um dem Verbrechen auf die Spur zu kommen. Da haben wir dann noch Pro7 mit der Tendenz, das in Sci-Fi-Krimis mit hineinzusetzen, Eureka oder auch Fringe. Auch hier sozusagen die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im Zentrum und im Team und entweder im Einsatz des Geheimdienstes oder der polizeilichen Ermittlungsdienste. Jetzt gucken wir uns mal Medicals an. Da haben wir wieder das Phänomen. Jetzt sind wir bei uns, Deutschland, öffentlich-rechtlich. Die Präferenz für das Geschehen in der Provinz und die schönen Naturlandschaften Deutschlands auch hier sehr deutlich zu erkennen. Da haben wir den schon gesehenen Bergdoktor, den Landarzt, die Bergretter, die Dr. Kleist, die Sachsenklinik und das alte Traditionsformat Praxis Bilobogen, also die Landärzte, Bergdoktoren sozusagen sind hier sehr im Zentrum. Fallweise lassen wir dann auch mal die Bundeswehrsoldaten den Notrettungseinsatz machen. Dann haben wir noch die Förster. Jetzt in diesem Falle auch mal im Team mit den Tierärzten, auch hier die Tiere gerne mit an Bord im lebensrettenden Einsatz für Mensch, Natur und für Artenschutz. Manchmal, weil unser Charlie dann auch noch in Verbindung mit den Ermittlungsdiensten. Und da setzen wir jetzt mal wieder das Amerikanische dagegen. Dr. House, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Dr. House, das sieht eher wie ein Forschungszentrum aus und nicht wie die Landarztklinik. Auch hier Dr. House spezialisiert auf seltene Erkrankungen, das ist ganz wichtig dabei, aber im Einsatz mit modernster Diagnostik und sozusagen immer mit forschendem Eifer, nicht nur detektivischem Eifer, den Krankheiten auf der Spur, sondern mit genialem medizinischem Wissen und mit dem gesamten Spektrum. Ein komplett anderes Leitbild, was sozusagen hier an Medizin zelebriert wird und auch ein Ärzteleitbild, ein hoch umstrittenes, dazu nur die kleine Anekdote. Wir haben in Deutschland ja den Professor Schäfer, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den kennt, das ist der reale Dr. House. Der hat sich in der Tat diese Serie inzwischen zunutze gemacht, um die Hochschulausbildung zu reformieren, also
die Lehre für die Medizinstudenten basiert auf dieser Serie, mit dem Ergebnis, dass der Lernerfolg erhöht werden konnte. Und natürlich mit der Bedingung, dass das, um Ihre Frage zu beantworten, dass das, was da an Fällen und auch an Methodik erzählt wird, stimmt und hochgradig gut recherchiert ist. Nichtsdestotrotz musste Professor Schäfer auf Weisung seiner Universitätsleitung sich öffentlich vom Ärzteleitbild Dr. House distanzieren, weil Dr. House ein Zyniker ist, der seine Patienten hasst. Der aber genau deshalb sozusagen, dem alles sozusagen daran gelegen ist, mit seinen Methoden der Krankheit auf der Spur zu kommen und damit am Ende sozusagen den Patienten rettet. Das hat jetzt beim diesjährigen Chirurgenkongress tatsächlich dazu geführt, dass die Chirurgen sich auf Seiten von Dr. House gestellt haben und gesagt, doch, das ist ein gutes Ärzteleitbild, weil Dr. House tut alles, setzt alles sozusagen an Wissen ein, fordert das Letzte von seinen Mitarbeitern und das Beste im Patienteninteresse. Er ist ein neues Leitbild für die Ärzte. Das nur sozusagen am Rande bemerkt. Dann haben wir auch noch ProSieben jetzt tatsächlich die Animations- und Comedy-Formate. Und siehe da, ich weiß nicht, wer von Ihnen die kennt, die sind natürlich auch im hohen Maße MINT, also naturwissenschaftlich-technisch getrieben. Simpsons als die traditionsreichste hat Episoden, die, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch in der Tat von Mathematikern und Mathematikerinnen, von Physikern geschrieben werden, in ganz, ganz enger Zusammenarbeit entwickelt werden und eben genau deshalb aufgrund ihres hohen MINT-Bildungsgehalts an amerikanischen Schulen mit großem Erfolg eingesetzt werden, um das MINT-Interesse, aber auch den Lernerfolg zu erhöhen. Futurama war sozusagen ein weiteres Format, was eigentlich aus der Simpsons-Familie hervorgegangen ist mit einer Science-Fiction-Entwicklung, was Ihnen wahrscheinlich allen jetzt geläufig ist, Big Bang Theory. Also ne, Science ist inzwischen nicht mehr nur im Science-Fiction-Genre, nicht mehr nur im Krimi, nicht mehr nur im Medical auf dem Vormarsch, sondern auch im Comedy-Format. Und Big Bang Theory ist wiederum auch eines der Formate, wo man sich belehren lassen kann von den Physikern, wo wir einen extrem hohen fachlichen Informationsgehalt vorfinden können. Also die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland beispielsweise ist hoch beglückt, dass ihre Forschungsergebnisse zum Teil noch bevor sie in Science und Nature publiziert werden, dort reflektiert werden. Sämtliche Kontroversen, die innerhalb der Fachcommunities geführt werden, werden auf sehr witzige Art und Weise aufgegriffen. Und wenn Sie kein Physiker oder keine Physikerin sind, merken Sie nicht mal, dass das so ist. Das heißt, Big Bang Theory gelingt genau das, dass Sie sozusagen Zielgruppen mit einem hohen fachlichen Niveau genauso gut ansprechen können und unterhalten können, wie Sie tatsächlich Menschen, die mit der Physik als solches nicht sehr viel am Hut haben, auch abholen können. Ist Ihnen bekannt, welche Effekte Big Bang Theory jetzt unter den Jugendlichen, zum Beispiel in den USA, erzielt hat? Also der wesentliche Punkt ist, hier wurde lange diskutiert und sich geärgert darüber, dass es Nerds sind, die hier im Zentrum stehen. Was aber passiert ist, Big Bang Theory hat den Effekt gehabt, dass Nerds jetzt salonfähig sind. Frei nach Wovereit, ja, wir sind Nerds und das ist gut so. Um es mit der Chefin der, der Fraunhofer-Gesellschaft für das Institut für Informations- und Sicherheitstechnik zu sagen, sie hat gesagt, wenn Sie im realen Leben keine Nerds in Ihrem Team haben, haben Sie keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Haben Sie nur Nerds im Team, haben Sie kein Team. Und das ist sozusagen genau das, was hier auch auf sehr witzige Art und Weise reflektiert wird und uns sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Achso, Entschuldigung, vorher noch. Wir haben die Jugendlichen eben natürlich auch nach ihren Präferenzen befragt, welche der Formate ihnen denn an der Stelle gefallen und was in dieser Hinsicht ihre Lieblingssender sind. Das Urteil, es ist Ihnen vermutlich bekannt, ist hier einschlägig. ProSieben, weil gerade bei den jungen, gut ausgebildeten Frauen ganz weit vorn, ProSieben, ganz lange nichts, gefolgt von RTL, ARD und ZDF. Sind hier weit abgeschlagen und in der Tat gerade bei den höheren Bildungsschichten eigentlich nicht mehr wirklich auf der Programmierung vorzufinden. Etwas, was durchaus alarmierend sein sollte.
So, jetzt haben wir uns nochmal angeguckt. Wenn es also so ist, dass wir feststellen können, die Distanz gegenüber den MINT-Berufen, die wir in unseren fiktionalen Eigenerzählformaten vorfinden, dass die wirklich ein deutsches Phänomen sind. Auch britische Wissenschaftler kümmern sich inzwischen um die Frage, warum ist Deutschland eigentlich so? Auch in Großbritannien stimmt das nicht, wie wir das hier vorfinden. Wir können aber feststellen, welche Merkmale haben diese amerikanischen Quality-TV-Formate, die gerade das jugendliche Publikum ansprechen. Wir haben dazu auch Interviews mit den Machern dieser Serien geführt, einfach nur um der Frage nachzugehen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass Science plötzlich so ins Zentrum geraten ist und wie entstehen solche Stoffe? Was wir also feststellen können, das gemeinsame Merkmal der MINT, also der Bildungsgehalt insgesamt, nicht nur wenn es ums MINT geht, ist extrem hoch und in diesen Serien. Was wir feststellen, diese ist Resultat extrem guter Recherche der Macher, aber auch einer sehr engen Entwicklungszusammenarbeit von Science und Fiction in den USA, die mit sehr selbstverständlichen Austauschformen und auch Plattformen untersetzt ist. Wir können auch feststellen, da würde ich Herrn Grimm absolut zustimmen, der hohe Bildungsgehalt steht nicht im Widerspruch zur Publikumsattraktivität, sondern ist genau wesentliches Element der Publikumsattraktivität. Wir haben feststellen können, das geschieht inzwischen vermehrt auch in Deutschland, dass diese Formate tatsächlich den Unterricht an Schulen sehr bereichern können und nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen. Auch weitere Universitäten in Deutschland machen sie das zunutze. Auf der einen Seite, um erstmal die vorher kein großes Interesse haben, überhaupt deren Aufmerksamkeit zu gewinnen und von da aus tatsächlich auch vertiefend hineinzugehen. Wir können feststellen, dass sie das Verständnis für die gesellschaftliche Relevanz, Rolle und den Nutzen von MINT natürlich entsprechend auch ändern und tatsächlich mit solchen Serien, wie hat es unser TU Berlin-Präsident selber Physiker erzählt, sagte, früher war das immer so, sobald ich auf der Party gesagt habe, ich bin Physiker, haben sich alle stillschweigend umgedreht und das Weite gesucht, sage ich jetzt, ich bin, wow, kennst du Big Bang Theory? Das ist in der Tat sozusagen der wesentliche Effekt, der wirklich auch in Deutschland spürbar ist. Was Sie also tun können, Sie können eben breitenwirksam tatsächlich auch Studieninteresse wecken. Bei CSI ist das in allen Ländern, wo CSI so dominant auf den Sendern ausgestrahlt wird, nachgewiesen worden, dass hier wirklich ein Run auf die forensischen Studiengänge und Berufe, vor allen Dingen bei den jungen Frauen, ausgelöst worden ist. Was eben Dr. House, also die Chirurgen, wollten eigentlich Dr. House einladen, also die Macher von Dr. House, Herr Shaw, um ihm die Ehrenmedaille für die Verdienste um die deutsche Medizin und medizinische Forschung zu verleihen, weil aufgrund der Tatsache, dass Dr. House das Problem der Diagnose und Heilung seltener Krankheiten so stark auf die Agenda gesetzt hat, hat es dazu geführt, dass neue Forschungsprogramme in Deutschland vom BMBF aufgelegt worden sind. Patienten haben tatsächlich aufgrund der Serie, die selber von solchen seltenen Krankheiten und schwer diagnostizierbaren betroffen sind, haben daraufhin sozusagen tatsächlich mit der richtigen Fachinformation, auch mit dem richtigen Wording, den Zugang zu den richtigen Experten gewonnen. Der Professor Schäfer, der sich damit beschäftigt, hat sein eigenes Zentrum für die Diagnose und Heilung von seltenen Krankheiten bekommen und hat massenhaft von täglichen Anfragen, also sie mussten das Team auf 12 Leiter ausweiten, einfach nur um die durch Dr. House induzierten Nachfragen von Patienten überhaupt bearbeiten zu können. Solche Effekte lassen sich natürlich auch im Bereich Luft- und Raumfahrt Enterprise, da ist das massiv nachgewiesen worden, Gravity wäre jetzt nochmal ein wunderbares Beispiel, also nicht nur sozusagen, also die Fiktion riecht an der Stelle tatsächlich zu Forschung und Innovation an oder kann es zumindest tun, riecht auch zu öffentlichen Debatten und politischem Engagement an, in den USA nochmal, es war der Film The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, der einen breiten, wirksamen Bewusstseinswandel erzeugt hat, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Und es war nicht die Informationskampagne von Al Gore, wo wir wieder ganz deutlich sozusagen sehen können, dass die Fiktion nicht nur aufgrund ihrer Reichweite, sondern auch aufgrund ihrer emotionalen Erzählqualitäten Möglichkeiten hat, die man nutzbar machen kann. Auch das sozusagen machen uns die Amerikaner vor. Sie machen es und sie haben damit Publikumserfolg. Und sie machen es, ohne dass sie dazu einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hätten.
jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wir haben einen Bildungsauftrag, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag in Deutschland. Wie verhalten wir uns denn eigentlich dazu? Nutzen wir sozusagen die Potenziale von Unterhaltung für die Bildung? Was wir aus all diesen Beispielen entnehmen können, die Entertainment bildet auch dann, wenn wir das gar nicht beabsichtigt haben. Gesichert hat Al Shore, als er Dr. House entworfen hat, nicht die Vorstellung gehabt, dass er für die Ärztefortbildung oder Patienteninformationen dienen sollte. Die CSI-Macher haben überhaupt nicht im Horizont gehabt, dass sie einen Run auf die forensischen Berufe auslösen konnten. Befragt danach, was hat euch eigentlich dazu bewogen, das tatsächlich zu tun, war die ganz banale Aussage, dass sie gesagt haben, mein Gott, wir haben recherchiert. Das tun wir immer. Bevor wir eine Serie machen, setzen wir uns mindestens 3 Wochen ins Feld. Und wenn dann im Feld, sei es in der Medizin oder sei es eben im Feld der Ermittlung, sei es im Feld sozusagen der politischen Terrorabwehr, da sitzen Naturwissenschaftler und Ingenieurinnen mit großem I an der Stelle und da werden ganz andere Methoden eingesetzt, also erzählen wir die auch. Und es ist uns ein Anliegen, dass die Informationen stimmig sind und wir sind uns hochgradig bewusst darüber, dass wir dazu auch die Verantwortung haben, gerade weil wir wissen, dass wir einen Impact haben, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, also in dieser Hinsicht würde ich das auch nochmal deutlich unterstreichen wollen. Also Entertainment Education ist eben nicht die Absicht in dieser Hinsicht, eine ganz gezielt zielgerichtete Verhaltensoption zu propagieren oder sozusagen eine pädagogische Ziellinie inhaltlicher fixierter Art vorzulegen, sondern wirklich einfach eine Strategieoption zum verantwortungsbewussten Umgang mit dem Unbeabsichtigen. Also Sozialisations- und Bildungswirksamkeit des fiktionalen Fernsehens, was auf breiter Front nachgewiesen ist. Und in dieser Hinsicht hat eigentlich auch mit dem Monaco-Urteil unser Bundesverfassungsgericht eine ähnliche Position vertreten, die nämlich sehr deutlich unterstreichen, dass die Fiktion auch zum Funktions- oder die Unterhaltung auch zum Funktionsauftrag gehört. Wir brauchen das jetzt nicht im Einzelnen nochmal vorlesen, aber auch das Verfassungsgericht hat nochmal unterstrichen, es geht hier nicht nur um die Entspannung und es geht auch nicht nur um die Ablenkung, sondern genauso wie die informativen Formate haben sie meinungsbildende Funktion, sie können es zumindest haben und sie können gesellschaftliche Diskurse anregen und sollten das entsprechend auch tun. So, was es aber dann schwer macht, nach unserer Erfahrung, wir haben also sehr breit die Redaktion befragt, in Deutschland mit mehr Selbstverständlichkeit sozusagen ein Empfinden oder überhaupt ein Doing auszulösen, das es ermöglicht, tatsächlich die Unterhaltung als eine Bildungs- sozusagen Quelle zu sehen, liegt in Bezug auf MINT nach unseren Erkenntnissen, also auf Naturwissenschaft, Technologie, den gesamten Kontext, genau daran, dass außerordentlich klischeehafte Vorstellungen anzutreffen sind auf Seiten der Filmschaffenden. Einer der führenden Autoren hat es so formuliert, ich bin doch derjenige, der selber mit 15 abgewählt hat. Und jetzt erwarten Sie, dass ich mit 50 daraus eine gute Story mache. Und wir haben an der Stelle insgesamt in Deutschland auch keine Tradition, dass wir in den sachlichen Bildungsgehalt viel investieren. In die Recherche wird nicht viel Geld sozusagen im Prozess investiert. Die Risiken sind vielfach bei den Autoren. Und von daher gibt es auch in der Tat keinen Anlass, wenn ich weiß, dass ich den Bergdoktor erzählen kann, wo ich die immer gleiche Liebesgeschichte und die immer gleiche Dramaturgie erzählen kann, da brauche ich auch nicht mehr recherchieren. Und dann bin ich im Zweifel, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir die Macher damit konfrontiert haben, welche Effekte diese Serien haben, waren sie verblüfft. Und dass in der Tat die Opferverbände, wollte ich jetzt schon sagen, die Patientenverbände beim Chirurgenkongress sich den Vertretern der Sachsenklinik sehr kritisch geäußert haben, genau deshalb, weil sie sagen, sie vermitteln ein Bild von Krankenhauswirklichkeit, da möchte man ja geradezu ab morgen wohnen. Die Realität in Krankenhäusern ist eine komplett andere und sie vermitteln uns überhaupt keine Informationen, wie wir uns gegen bärbeißige Ärzte
und Ärztinnen durchsetzen können, wie wir uns in dem Operat verhalten können. Also nichts, was sozusagen für uns als Patienten sinnvoll und hilfreich wäre, ist hier zu finden. Also da war die deutliche Klage in Richtung Sachsenklinik. Da haben wir in Deutschland Entwicklungspotenziale, die einfach ungenutzt sind. Und das klare Signal eben in Bezug auf Dr. House, das ist die beste Fortbildungsreihe für Ärzte. Und dieses sozusagen hat die Macher regelmäßig wirklich sehr schockiert, auch als der Bergdoktor sozusagen auf Dr. House-Vertreter bei unserer Konferenz getroffen ist. Das war ein Kulturschock. Und da war durchaus die Legitimation der Redaktion genau die, naja, die Welt ist doch sowieso schon furchtbar genug, dann wollen wir doch mal wenigstens in der Fiktion schöne, heile Welten in romantischen Naturlandschaften zeigen, weil den Rest machen wir in der Information. In der Fiktion hat es nichts zu suchen. Gleichzeitig damit verbunden haben wir auch sehr kritische und skeptische Haltungen angetroffen. Ein Originalzitat war, naja, dass wir so viele Pastoren, Nonnen, Pfarrer, Förster und Ähnliches zeigen, liegt daran, dass das ethisch wertvolle und nützliche Berufe für die Gesellschaft sind. Für Wissenschaft gilt das leider nicht. Originalton, O-Ton. Weil so wenig Wissen und Kenntnis sozusagen da ist, haben uns die allermeisten eben tatsächlich auch erzählt, ach wissen Sie, oh, Mathematiker, die sind so zum Erbrechen langweilig. Wenn die überhaupt irgendwie interessant werden sollten, dann müssen die wenigstens Autisten sein, sonst schaltet uns das Publikum ab. Man lässt sozusagen Wissenschaft, kann man einfach nicht visualisieren, ist uns immer wieder erzählt worden, während die Amerikaner genau das Gegenteil sagen, die haben ein visuelles Potenzial, die Methoden, gerade die neuen Methoden, ne? Also alles sozusagen Hinweise darauf, dass das geringe MINT-Wissen tatsächlich ein Problem hier ist. Tatsächlich müssen wir umgekehrt auch sagen, wir haben Ausbildungsgänge für Wissenschaftsjournalismus, Fortbildungsangebote, Dialogforen auf breiter Basis geschaffen, für die Fiktion nothing. Gar nichts. Und da machen uns die Amerikaner tatsächlich vor, nur dann, wenn auch Wissenschaft, und in den USA ist es zum Beispiel die National Academy of Sciences, quasi die höchste Akademie, die den Science and Entertainment Exchange unterhält und damit die Spitzen sozusagen der Entertainment-Industrie adressiert, das haben wir hier in Deutschland nicht. Und geschweige denn, dass wir wirklich auf die speziellen Macharten fiktionalen Erzählens abgestimmte Informationsangebote der Wissenschaftsorganisationen hätten, gibt es einfach nicht. Und wie gesagt, wir haben eben ein vergleichsweise geringes Problem und Verantwortungsbewusstsein der Redaktionsverantwortlichen für diese Effekte. Wir haben aber auch tatsächlich bisher vergleichsweise wenig Forschungsinteresse davon in Deutschland vorgefunden. Also insgesamt, auch das sozusagen die Position gerade der Öffentlich-Rechtlichen, es ist in Deutschland eine Unklarheit über die Funktion und den Bildungsauftrag und damit auch auf, über die Qualität der Unterhaltung zu verzeichnen. Also die Rundfunkanstalten haben hier sehr offensiv dazu aufgefordert, einen solchen Dialog zu führen. Die Qualitätskriterien in Bezug auf die Unterhaltung reflektieren, anders als im Journalismus, die hier genannten Effekte natürlich überhaupt nicht. In der Praxis ist für die Fiktion die Quote der einzige und zentrale Erfolgsmaßstab. Und das fördert natürlich dann die Haltung, sich am Bewerten zu orientieren. Wir haben more of the same. Abgesehen vom Krimi haben wir beim ZDF eigentlich nichts mehr. Wir haben eine extreme Verarmung der Genres, extreme sozusagen Einengung, was sie einmal bewährt, machen sie dann alle. Wir haben die Tendenz, riskante Innovationen und Investitionen zu vermeiden. Warum? Ganz explizite Aussage, warum sollte ich denn darin Geld investieren, wenn ich mit Eskapismus und ohne Recherche genauso viel Publikum habe? Warum? Sich an den Unterstell, also ne, klar, in der Segmentierung, die wir, Publikumsegmentierung, die wir hier vorfinden, wo sich die jungen Leute und auch die bildungsnäheren Schichten zum privaten Fernsehen hin orientiert hast, fördert das natürlich, wenn die Quote das Entscheidende ist, sich das Stammpublikum zu sichern. Und da haben die Öffentlich-Rechtlichen natürlich bei den über 60-Jährigen, wie Sie immer sagen, die sind die Mehrheit. Wir sind eine überalterte Gesellschaft, also bitteschön, das ist das Mehrheitspublikum, das muss der Maßstab sein. Und da können wir auch erwarten und erfahren, dass das Traumschiff und nicht die Mondreise das Entscheidende sozusagen ist, was den Geschmack treffen könnte.
Und ganz ausdrücklich ist uns tatsächlich genau das rückgemeldet worden. Eskapismus ist die Primärfunktion der Unterhaltung und die Bildung und die Informationen gehören in die informativen Programme. Also da haben wir noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und auch tatsächlich, glaube ich, eine Diskussion in Deutschland zu führen, welche Erwartungen wir an der Stelle als Gesellschaft an das fiktionale Erzählen haben, ohne platte pädagogische Absichten formulieren zu wollen. Ganz kurz noch als Letztes, was wir hier in Deutschland gemeinsam, also mit Unterstützung vom Forschungs- und Bildungsministerium und gemeinsam mit den großen Forschungsorganisationen, also sprich Max Planck, Fraunhofer und Helmholtz-Gemeinschaft getan haben, dass wir tatsächlich Dialogformate angeboten haben, Science-Events an den führenden Forschungsorganisationen einfach die Türen geöffnet und Filmschaffenden einen Einblick zu geben, was sich hinter den Türen eigentlich tatsächlich verbirgt und welche Themen hier umtreiben, was mit großer Begeisterung aufgenommen worden ist. Wir haben uns genau die Best Practices aus den USA hergeholt und auch immer wieder zeigen können, nicht, wie ihr denkt, Sie haben es ja auch schon mal angewiesen, oft wird in Deutschland der vermutet, Entertainment Education ist nichts anderes als langweiliges Gutmenschenfernsehen und die Aufforderung, die Unterhaltung in eine nationale Volkshochschule umzuformen. Das macht uns Big Bang Theory, das macht uns CSI, das macht uns all diese Formate vor, weit davon entfernt, Volkshochschulcharakter zu gewinnen. Und der andere Punkt, wer hat eigentlich das Recht, einen Bildungsstil zu formulieren? Interessant ist, dass es uns in Bezug auf den Journalismus nicht schwer fällt. Und warum ist, und wir können nachweisen durch unsere Studien, dass der Informationswert und der Unterhaltungswert nach den gleichen Kriterien bestimmt werden. Und von daher ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir nicht die Praxen, die wir für den Journalismus entwickelt haben, auch an dieser Stelle zumindest als Denkanstoß mitnehmen können. Innovationsanreize, was wir machen, wie man das für den Wissenschaftsjournalismus auch tut, für Filmschaffenden einfach die Gelegenheit zu eröffnen, vertieft in Recherchen reinzugehen, tatsächlich mal 3 Wochen in so einer Forschungsorganisation zu partizipieren, an dem Prozess Eindrücke zu gewinnen und zu investieren. Bisher bleiben diese Risiken immer einseitig bei den Autoren und Autoren, den schwächsten Gliedern in der Kette. Und wie gesagt, wir haben viele Konferenzen genau zu diesem Thema gemacht. Ist Entertainment Education nicht eine Strategieoption tatsächlich zur Profilierung des Public Value, gebührenfinanzierten Fernsehens? Da würde ich denken, da haben wir noch einiges zu debattieren und auch entsprechende Qualitätsbewertungsinstrumente zu entwickeln. Und was wir inzwischen dann auch tun, ist, dass wir den Filmhochschulen das eine oder andere Angebot machen, weil wir haben tatsächlich die Situation, dass die Ausbildung von Filmschaffenden eine primär künstlerische ist. Und Filmhochschulen haben natürlich den naturwissenschaftlich-technischen Bereich in ihrer Struktur nicht verankert und können sozusagen an der Stelle auch nicht ranführen. Und auch das unterstützen wir inzwischen mit den Forschungsorganisationen, dass die, die sich in Deutschland diese Formate nutzbar machen wollen, für die Unterrichtspraxis dabei unterstützt werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Was das öffentlich-rechtliche Fernsehen angeht, muss ich natürlich sagen, ich bin über 60 und ich finde auch da den Informationsteil sehr unterhaltsam. Ja, also ich bin ein, ich gucke gerne den Presseclub beispielsweise, das würde man normalerweise nicht als Unterhaltungsformat ansehen, aber mich unterhält es sehr und ich finde es sehr gut. Also insofern ist es hier wieder das, was Jürgen Grimm schon gesagt hat, also die Frage, ob etwas Information ist oder Unterhaltung ist, ist eigentlich funktioniert beim Rezipienten. Hm? Das war sehr interessant und zeigt eigentlich etwas, wenn man das mal so auf den Punkt bringen darf, dass bei uns einfach Unterhaltung einen schlechten Ruf hat. Ja, ja, und dass das vielleicht der große Fehler ist, dass man einfach lernen muss oder akzeptieren muss, dass über die Undercover Information, wenn man so will. Das heißt, es informiert, ohne dass ich jetzt sage, es ist eine Schule, du musst hier was lernen, die Dinge vielleicht ein bisschen besser funktionieren, als wenn man es gleich dran schaut. Andrea, Entschuldigung. Danke.
Ich fand das sehr spannend, diesen Vortrag. Diskutieren wir im Kuratorium der FSF doch immer sowas wie rückwärtsgewandte Rollenbilder. Ist das überhaupt ein Kriterium, das man anlegen kann für die Bewertung von Serien, von Programmen? Man könnte ja sagen, rückwärtsgewandte Menschenbilder, wie auch immer. Sie haben das ja hier wunderbar dargelegt. Und ich finde, es hat vieles bestätigt, was wir vielleicht so immer mitschwingen haben, wenn wir uns diese von Bergdoktor bis diesen ganzen Nonnen und wer da alles rumläuft durchs Fernsehen, wir haben das schon akzeptiert, man kann ja weggucken, wissen wir. Aber was uns entgeht, das ist uns ja jetzt eigentlich vorgeführt worden. Also diese Chancen, die da drin sind. Und ich fand das so spannend, das ist eine neue Diskussion. Wie kann man das denn, wenn man das jetzt jugendschutztechnisch runterbrechen will oder zur Bewertung kommt, wie belastet das Kinder? Wie kann es Kinder befeuern? Was kriegen die für Bilder? Wir wollen Medienkompetenz, alles Mögliche. Wir akzeptieren aber, dass die ewig gleichen Anwältinnen, wenn es überhaupt welche gibt, Nonnen, Mütter und sonst wie durch die Fernsehserien laufen und unsere Kinder da tagtäglich mit konfrontiert werden. Finde ich total spannend. Ich glaube, da ist der Diskurs mit den Senderverantwortlichen nochmal spannend zu sehen und vielleicht fällt ja Dietag Scheier auch was dazu ein. Gibt es da überhaupt einen Diskurs dazu oder heißt es dann wieder zu wenig Geld? Da ist so viel nötig, was Sie gesagt haben. Die müssen reinkommen in die ganzen Bereiche und sich erstmal informieren, um eine Idee zu kriegen, was man daraus machen kann. Also mir hat das total neue Türen geöffnet. Vielen Dank. Und ich glaube, wir werden es in Richtung Medienpädagogik auch nochmal versuchen aufzugreifen. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit achten, weil Frau Siller, die gleich kommt, ein kleines Zeitproblem hat. Insofern würde ich sagen, darauf vielleicht noch eine kurze Antwort und dann können wir in der Pause weiter diskutieren. Tut mir leid, dass ich hier so treiben muss, eigentlich nicht meine Art. Das, was tatsächlich Entertainment für die Bildung interessant macht, ist, dass wir damit für Bildungsthemen Zielgruppen erreichen können, die wir sonst gesichert nicht erreichen würden. Wir haben in Deutschland in Bezug auf Naturwissenschaft und Technologie, sowohl im Wissenschaftsjournalismus als auch bei dem gesamten Informationsorientierten, da haben wir eher eine Informationsflut. Das Problem liegt darin, dass nur die schon Katholischen diese Informationen angucken. Die eigentliche Krux ist die, dass auch die jungen Frauen, die sagen, naja, da wäre ich doch Medizinerin, wenn ich ein naturwissenschaftlich-technisches Interesse habe, dass die überhaupt gar nicht mal diese Netzangebote nutzen würden, weil das setzt ein zielgerichtetes, selektives Suchen vor. Und das kommt, also das konnten wir durch die Studien auch nachweisen. Es sind nur 2 bis 3 Berufe, die überhaupt, Berufsfelder, die überhaupt in Erwägung gezogen werden und die Abwendung sozusagen von den naturwissenschaftlich-technischen Bereichen ist nicht eine, die auf der Basis eines Informationsstatus stattfindet, sondern die Jugendlichen haben uns alle gesagt, keine Ahnung, was die machen und wofür meinetwegen Elektrotechnik überhaupt nützlich sein könnte. Aber sie wissen ganz genau, dass es sie nicht interessieren könnte und dass das nicht zu ihren Begabungen. Und da haben wir in der Tat einfach ein Aufklärungsproblem, wenn ich das mal so nennen darf.